Ja, nun. Willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Und wir begeben uns jetzt in diese Richtung, oder? Ja, kann er gerade nicht so richtig auseinanderhalten. Aber ja. Erstmal gehen wir kurz. Ich vergesse immer, dass hier Linksklick scrollen ist. Also Karte scrollen ist. Wir gehen erstmal kurz hierher und laden da. Oh, hier haben wir ein Langbeinareal. Das trifft sich gut. Weil da brauchen wir wirklich einige für diese Echohülsen dann. Oder wir kaufen uns mal welche. Vielleicht kriegen wir ja hier welche. Also hier in dem groben Gebiet halt, ne? Weil wir brauchen wir hier für diese Absprengpfeile. Ich meine, wir haben jetzt ein paar. Ja, das ist ganz okay. Das ist nett, aber ah. Im Hintergrund hört man sie schon. Weil es ja nicht mehr so weit ist. Das sind richtige Vögel. Ja, das klang jetzt anders. Naja, gut. Ich würde mal kurz die Waffe wieder wechseln. Das hat jetzt hier einfach gerade so gut gepasst, aus der Entfernung. Bisschen schön mit Explosion. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So, man kann ja und sollte wahrscheinlich auch immer mal wieder ein bisschen die Dinge wechseln. Einfach gucken, was jetzt gerade die beste Idee wäre. Und man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, um das Problem zu lösen. Das Problem waren hier einfach mal die Schergen in großer Entfernung, zu großem Hauf. Aber fand ich ganz gut. Ganz gut geklappt. Ach so, ich wollte eigentlich dort drinnen nochmal ein bisschen nach Notizen und sowas suchen, ne? Ja, gut, das lassen wir jetzt mal weg und das kann ich ja mal noch separat machen. Wieder zwischen den Streams und dann ja, machen wir das so. Und dann kann ich es einfach wieder lesen. Muss ich euch jetzt nicht hier nochmal länger dort hinhalten. Hinten haben wir doch Dings, genau, Schnappmäuler. Wow, eine Scherbe, krass geil. Die Musik passt gerade so schön dazu, dass wir ja jetzt ein wenig unterwegs sind und ja, ein Stück weit auch erkunden. Aber was ist denn hier jetzt? Langhals-Transmitter-Protokoll. Orbit 7X51. Eingeleitet Zyklus 80-1111. Routing-Anfrage gesendet. Keine Antwort. G-Prime. Menschlicher Eingriff entdeckt. Menschlicher Eingriff entdeckt. Inaktive Agenten-Ping. 41 von 45. Inaktiv. Menschlicher Eingriff entdeckt. Menschlicher Eingriff entdeckt. Erstens, warum bekommen wir den? Ein weiterer Tag ist vorbei. Und zweitens, könnte das sein, dass diese Kultisten vielleicht. Kann das sein, dass die auch irgendwas überbrücken? Aber ich meine, es ist doch Open World. Also wir müssen doch jetzt nicht hoffentlich quasi vor denen die Brutstätten und sowas machen, oder? Und die Langhälse. Wenn wir jetzt ein bisschen warten und dann ist es auf einmal ganz schlimm oder so. Das ist es doch nicht. Ich meine, das wäre ja furchtbar.
passt noch. Wir können ja mal grob diese Metallblume mit ansteuern. Wenn wir sie mitkriegen, einfach so ganz schnell, dann nehmen wir die uns einfach ganz schnell. Nicht dann nicht. Gehen wir erstmal weiter. Bist du ein Plünderer? Dich habe ich ja gefressen. Wegen dir muss ich jetzt wieder Waffen wechseln. Wilder Plünderer, du. Ganz ruhig. Oh, hier drüben ist irgendwie so ein Panzer, ne? So nochmal eine andere Art Panzer. Ganz weit hoch. Nicht ruhig. Also, gleich lässt er absolute Ruhe einkehren. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Laufen wir doch mal wirklich genau hier rein. Aber ich wette, da wartet doch wieder irgendwas Beklopptes rum. Oder wir kommen von der Seite wirklich gar nicht rein. Aber es sieht auf der Karte halt schon so aus, ne? Klang jetzt aber gerade eher wie so eine Art Sägezahn. Ah, könnte passen. Da ist sie. Und nichts in der Nähe. Angeblich. Oder niemand in der Nähe, angeblich. Was machst du eigentlich? Tada! Ich sah einen Berg, sein stolzer Gipfel und starker Rücken eiferten mit der welten Höhen. Sie lenkten die Salven des Windes ab und schulterten das Sternenlicht des Himmels, brüteten über den Dünen wie ein großer Denker in den Nächten über kommende Tage
mit schwarzen Wolken als ihr Turban und Strähnen von roten Blitzen im Gesicht. Und durch die Nacht sprach dieser zungenlose Berg fantastische Dinge. Was? Hier draußen. Verstehe ich jetzt gerade nicht unbedingt. So, da drüben haben wir nochmal eine verdorbene Zone. Okay, dann gehen wir da drüben runter. Ja. So, weil dann können wir hier, wenn wir gleich noch ein Lagerfeuer haben, dann können wir da nochmal schön speichern und wir können hinreisen. So. Ist doch wunderbar. Long. So. Also ich würde mal gucken, ob wir vielleicht doch an diese Banuk-Figur jetzt so direkt rankommen. Aber ich wage es zu bezweifeln. Warum ist jetzt hier Kampfgeschrei? Rotes Licht bedeutet Ärger. What the fuck? Banditenschläger? Verdorbener Steinbrecher? Was? Ja, nö, klar. Grabarme? Deaktiviert die Fähigkeit, sich in die Erde zu graben. Oh, das natürlich. Ja, okay, klar. Treffer auf diese Bauteile fügen der Maschine größeren Schaden zu. Ach, genau da hinten, klar. Hier, Treibstoffbeutel. Echohülse. Oh, brauchen wir. ETF. Kommt der jetzt auch auf uns zu? Ja, das war eine doofe Frage. Natürlich kommt er das. War doch nur mutgierig. Das kannst du mir doch jetzt echt nicht angreifen. Ich wollte doch nur die Banditen schergen, die du kaputt gemacht hast. Wollte ich doch nur looten. Jetzt hab dich doch mal nicht so. Ach, die Leute immer wieder, ne? Ach, das ist nur der eine. Okay. Und das ist ein Eisvogel. Also ein Eisgrauhabicht. Gut, die meisten Grauhabichte haben ja. Gab es dazu nicht ein Eisfallen auf Kühlsaftbehälter? Ach nee, von Stromfüllung. Naja. So. Also, da ist das auf jeden Fall. Wir müssen von da oben hier runtergleiten und uns dann da abseilen. Und da oben vor dem Abseilen ist die Figur. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich gucken, dass wir da ganz da oben hinkommen, um uns dann abzuseilen, damit wir dann hier runterkommen. Die Grüne, Leute. Wie kompliziert möchtest du es machen? Ja. Du bist wirklich aufmerksam. Thank you.
stirbst schon gleich da oben. Komm da Weile schon mal hoch, ne? Stört dich doch nicht, oder? Oh, jetzt fallen die auch nicht runter, bitte, ja? Ach, Mann, du bist ja sowas von ein nerviges Tier. Wegen dir runter. Jetzt noch mal hoch. Mann, Mann. Ja, hey Kali, grüß dich. Na, mein Guter. Alles Roger. Wie geht's? So, Moment, da muss ich jetzt natürlich mal ganz kurz diesen da machen. Was auch immer der Kali da jetzt so sagt, ne? So, gut, sehr schön. Da haben wir das Tier. Ein seltenes Banuk-Artefakt von Sammlern? Okay. Achso, doch, ne? Wir haben jetzt. Okay. Haben wir das mal gelesen? Diese Inschriften in die Banuk-Figuren? Ich weiß es nicht. Ich würde die jetzt nochmal lesen. Tektuk, auf diesem Gipfel benenne ich dich als meinen Sohn, was ich vor meiner Verbannung nicht konnte. Siegenjak, der Häuptling meines Veraks, hielt dein Blut für seines. Doch die Wahrheit war so klar wie die Farbe des Himmels, gemalt in deinen Augen und in meinen. Und während ich in diesem fremden Land umherziehe, ist es nicht Siegnaks Tod, der mich schmerzt, noch die Erinnerung an Ili, deine Mutter, und auch nicht der Verlust des schneebedeckten Ban-Ur, meiner Heimat, sondern das Schweigen, das zwischen uns lag, obwohl wir Vater und Sohn hätten sein sollen. Ich male mein Zeichen hier für dich und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Och, och, Mann. Tektuk. Während die Monate meines Exils zu Jahren werden, denke ich oft darüber nach, was mich davon abhielt, Anspruch auf dich zu erheben. Eine solche Forderung hätte nur mit Blut beantwortet werden können, mit dem Tod von Siegnak, unserem Häuptling. Oder meinem. Es stimmt, dass ich diesen Kampf fürchtete und seine Stärke, also Siegnaks Stärke, aber nicht so sehr wie seine Folgen. Die Augen von Ili, deiner Mutter, abwesend und tot, wenn sie den Leichnam ihres Partners erblicken würde. Das hätte ich nicht ertragen können. Und so schwieg ich voller Scham. Aber das Schicksal ist kalt und grausam und meine Ängste wurden ohne mein Zutun wahr. Ich male mein Zeichen voller Trauer und unterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Ja. Wollen wir das Neue schon lesen? Weil das ist ja jetzt... Nee, das würde ich dann tatsächlich mal noch nicht lesen, damit wir erst die beiden noch haben und die noch haben. Weil dann ergibt das garantiert so eine komplette Geschichte und ich will jetzt nicht das Ende schon irgendwie... Oder das Ende der Charakterentwicklung will ich jetzt nicht schon vorausnehmen. Mhm. So, jetzt muss ich natürlich mal kurz gucken. Der Clip war vom ersten Tag von New World. Ich habe einen Bluescreen gehabt, als ich bei knapp 3000 Warteplätzen war, nach über einer Stunde Wartezeit, nach dem Neustart über 9000. Ja, gut. Hast eine fantastische Woche in Barbie hinter dir, mit einem schrecklichen Ende. Also wenn du jetzt erstmal gerade daheim angekommen bist, dann komm erstmal zur Ruhe. Und
kann mir natürlich jetzt nicht mal annähernd anmaßen oder sowas zu sagen, ja, scheiß Ende, aber denk doch an das Gute. Ich hoffe nur, dass das Ende deiner Bavü-Reise jetzt nicht alles überschattet. Formulieren wir es mal so. Dein Auto wollte mit einem Betonpfosten knuddeln. Das, ich glaube, der Betonpfosten hat sich schon darüber gefreut. Aber ich glaube, weder du noch dein Auto haben sich da jetzt sehr darüber gefreut. Na gut, solange dir nichts passiert ist, ich weiß, das ist eine doofe Geschichte. Und das ist auch eine blöde Aussage jedes Mal wieder. Aber glaub mir, mich hätte es schon einmal fast erwischt. 50 Meter weiter schlittern und ich wäre dahin gewesen. Von daher lieber, dass es so jetzt ist wie bei dir. 4.500 Euro Schaden. Naja, gut. Versicherung übernimmt. Dafür ist auch da. Aber wenn es so ist, dann ja, versuch doch trotzdem irgendwie das Positive von deiner Woche zu sehen. Oder von der Woche zu sehen. So, und dann gehen wir hier hoch, oder? Aber das machen wir noch nicht. Langsam, heute. Langsam. Sondern ich würde jetzt erstmal noch hier runterwatscheln. Wie viele Panzerwanderer haben wir denn hier? Oh, da einen zerstörten und hier zwei ganze. Dann. Ich komme hier raus. Na komm. Na komm. Komm. Okay, die Dinger explodieren noch ein bisschen stärker. Ja, gut. Hätte ich weiter weggehen müssen. Au. Das ist irgendwie ein wahnsinnig guter... Das ist eine saugute Straße. Und fertig. Nein. Ich wollte eigentlich das hier trinken. Das ist ja cool. Aber irgendwie sieht das schon wieder nach Mega-Kampf aus oder sowas da vorne. Weiß nicht. Weißt du, das sieht so gefühlt große Fläche und alles. Gut. Ich würde sagen, dann beenden wir hier mal die Folge. Wir wollten ja sowieso bloß noch diese zwei Panzerwanderer hier machen. Und danach gucken wir uns mal... Wo müssen wir da eigentlich hin? Was ist das hier überhaupt für eine... Scheuerfels. Na gut, dann ist das hier wahrscheinlich Scheuerfels. Und dann müssen wir uns das finden. Dann... Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.